ein langer Weg. Wir haben begonnen zu überlegen, was ist das Thema der nächsten Jahre, also wo geht's hin. Angefangen haben wir mit dem 2012-Wahn, also mit den Weltuntergangsgeschichten, mit den ganzen Propheten. Wir haben uns dann mit den bayerischen Propheten auseinandergesetzt. Also sind ja unglaubliche Sachen mit geschrieben worden. Auch mit denen. Und irgendwann hat die Martina bei Mona Lisa, glaube ich, einen Bericht gesehen, wo es nochmal ganz klar um diese Gender-Geschichte ging, diese Mann-Frau-Differenzen und Unterschiede, die ja immer noch da sind. Da können jetzt so viele Frauen gekämpft haben zu den Feminismuszeiten, wie sie wollten. Es hat sich noch nicht so wahnsinnig viel geändert. Und das war so der Auslöser, wo wir gesagt haben, klingt gut. Das war eine Überschrift, die hieß, die Krise ist männlich, ist die Zukunft dann weiblich? Und das war so ein Moment, wo wir gezuckt haben und dachten, okay, das Potenzial. Dann haben wir beide uns zusammengesetzt und haben uns das Thema wirklich gegenseitig erarbeitet. Und wir sind da auch total aneinander gekracht, weil wir da sehr, sehr unterschiedlich sind. Und weil du das vorher gefragt hast, also unsere ganzen Dinge, die auf der Bühne auch passieren, ziehen wir ganz stark aus der Auseinandersetzung zwischen uns beiden. Das ist natürlich dann ein sehr, also man könnte dann annehmen, ja, Frauen denken halt so, da höre ich jetzt als Mann gar nicht zu, weil da ja gar kein Mann, keine Männersicht dabei sein kann. Jo, könnte man denken. Dafür sind die Martina und ich so gestrickt, dass wir beide genügend Testosteron im Blut haben. Wir spielen Männerfiguren auf der Bühne, die von den Männern mittlerweile sehr geliebt werden. Aha. Also wir nehmen die männliche Sichtweise ein. Wir haben ein paar Szenen, wo wir genau das aussprechen, was auch unsere Männer, gute Freunde und andere Männer sagen und was deren Standpunkt ist. Fängt man an oder glaubt man anzufangen, in der Auseinandersetzung und in der Erarbeitung von so einem Programm, den Mann dann möglicherweise besser zu verstehen als vor dieser schon. Auseinandersetzung? Kann das sein? Ja, also für mich schon. Was sind denn selbst die Konsequenzen, wir sind sehr, sehr dann, die im Leben passieren? Sind, dass ich Diskussionen mit Männern ein bisschen anders führe mittlerweile. Härter, weicher? Eigentlich härter. Aha. Weil ich die Position von den Männern auch sehr gut verstanden habe und letztendlich, wenn ich dann gerne möchte, dass meine Position gut gehört wird, kann ich mich besser reinversetzen ins männliche Denken und argumentiere anders. Und das wird härter als vorher. Mhm. Das ist ja dann fast gefährlich. Das wollen wir ja alle nicht. Wir Männer. Genau. Also das, ich und ich. Wir wollen das ich nicht. Ich und ich? Wir wollen nicht, dass Frauen... Naja, gut, früher hat die Möglichkeit bestanden, dass man sagt, naja, man weicht weiblich zurück und versucht auf einem sehr... Männer hätten es dann diplomatisch oder andere sagen, schwul dazu oder wie auch immer, auf einem... mit weiblichen Mitteln, wie man gesagt hat, hätte man den eigenen Standpunkt als Frau dem Mann näher gebracht. Und das hat, ist gewichen bei dir jetzt, bei der einen Lester-Schwester, einer möglichst hörbaren, lauteren und härteren Argumentation. Ab und zu. Ab und zu. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss, ja. Oder mal soziale. Weil es gibt einfach auch Momente, wo es mich so elend nervt, wenn mir jemand dann eine dermaßen eine Aggression gegenüberbringt, weil ich wage, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, wo ich dann einfach auch keine Lust mehr habe, die nette Liebe von nebenan zu sein. Weißt, das ist so der Aber Punkt. Muss ich nicht jeden Schuh anziehen. Muss ich nicht andauernd Aber bei haben. Männern ist es ja auch so. Man kann als Mann Männer, na, das ist jetzt schwierig, ist ein weites Thema, aber man ja. lernt als Mann auch sich nicht jeden Aggressionsschuh von anderen Männern anzuziehen. Ich mag ganz gern, wenn ich meinen anziehe und anderen überstülp, aber das ist dann auch wieder vorbei. Bei mir ist es eher eine Pose. Wenn Männer untereinander, also die ich kenne, wir lachen dann eher über andere, wenn sie ihren Pfauentanz machen. Oder bei Frauen klingt, ihr Frauen hört ja ganz andere Informationen von dem gleichen Mann wie wir Männer. Also das Pfauenrad wird auch hier aufgefahren, bei Männern aber nicht lange, weil der dann leer laufen gelassen. Das ist eine Methode, die funktioniert bei Männern. Ist eine, du hast schon was gelernt, glaube ich schon. Also ich, es ist ja so, wäre ja so wichtig,
dieses andere Geschlecht irgendwie auch noch annähernd zu verstehen, ohne diesen, einmal den nur Denkapparat und nur den emotionalen Apparat, sondern einfach mal klar zu sehen, was da sitzt und womit der auch ständig kämpft. Also wir haben uns damit wirklich sehr intensiv auseinandergesetzt jetzt gerade, die Martina und ich. Und bei uns ist es einfach auch dann im Programm so und im normalen Leben größtenteils auch so, dass ich die Verständnisvolle bin und sie ist diejenige, die halt wirklich dagegen hält, weil jede von uns ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat in dem Bereich, was jetzt Männer angeht. Also und jede geht natürlich auch mit den Erfahrungen in die Diskussion rein und wir sind damit auch in unsere Programmgestaltung reingegangen. Wir haben es dann irgendwann, als der Punkt da war, wo wir wirklich das Gefühl hatten, wenn wir jetzt nicht aufpassen, kriegen wir nie ein Programm zustande oder wir schlagen uns gegenseitig die Schädel ein, dann haben wir es genommen, haben es transportiert, haben es nochmal überhöht und haben dann einen großen Teil unseres Programms genau aus dieser Energie heraus geschrieben. Und wir stellen uns da wirklich komplett zur Verfügung. Also wenn wir auf der Bühne sind, kämpft die Martina die alte Feministinnen-Schiene durch und ich mache das Seminarhaus für Männer als Männerwandlungszentrum. Und da entsteht dann auch unser Konflikt. Ja, Martina macht ein Umerziehungscamp, also was ist dir lieber? Das ist jetzt die Frage. Schrecklich. Ich habe gesagt, meine Ehe mit der Lisa war Archipel Gulag. Also ich weiß, ich bin durch diese ganze Nummer durchgegangen und mich freut es, dass ich heute da sitzen kann und mit einem männerbewegten Frauenkabarettistinnen gegenüber sitzen kann. Glaube aber, dass wir in einer Zeit, ich sage, wir sind mit Riesenschritten zurück in die 50er Jahre gegangen, gerade was Moralismen und überhaupt Tendenzen angeht, die gerade zwischen Mann und Frau passieren, wenn sie auch eigentlich alles ganz modern und in schönen Schriftzügen dasteht, aber es ist eine enorme Rückschritte gesellschaftlich gemacht worden. Also gerade, wir haben ja alle ein bisschen Hip-Zeit miterlebt ein Erwachen. 2012 kann deswegen nicht funktionieren, weil die Leute zu sehr beschäftigt sind, mit dem Handy zu telefonieren und es wird alles nicht passieren. Ich habe auch keine Angst vor 2012. Bitte? Ich habe auch keine Angst vor 2012. Man bräuchte nicht einmal vor morgen Angst und man bräuchte überhaupt von gar nichts Angst haben, aber da soll ja so viel passieren. Das habe ich inzwischen festgestellt, wir sind ja so medial, so schlimm vernetzt, dass man zu viele dumme Menschen gesagt haben, ja 2012, da wird natürlich anders. Und wenn man denkt, dass eine Schnecke zu mir sagt, also ein Tier, sagt ja 2012, fange ich jetzt auch das Denken an, das haut nicht hin. 2012 wird niemals kommen insofern. 2012 ist für jeden, der es sehen mag, jetzt, würde ich sagen. Ich bin jetzt einmal froh, dass eine da ist, die andere ist noch irgendwo, hat sich die ohne Navi verfahren? Ich glaube nicht, dass sie sich verfahren hat. Sie will nicht kommen. Also ich denke, 7 Minuten, dann ist sie hier. In 7 Minuten ist sie hier. Mhm. Also, genervt, das haben wir. Was würdest du ihr denn gern einmal sagen, du sagst ja bestimmt, würdest du alles ins Gesicht sagen, aber sag mir mal, ich bin jetzt sie, sag mir ins Gesicht, was du ihr vielleicht viel zu wenig gesagt hast. Was ich ihr viel zu wenig gesagt habe? Ihr. Der Martina. Sag in du vor. Lass mich kurz in mich gehen. Dass ich es genial finde, dass sie sich wirklich auf mich eingelassen hat, als ich sie damals gefragt hat, ob sie Lust hat, mit mir ein Kabarettprogramm zu machen. Gut. Ja. Okay, jetzt warten wir auf sie. Hello. My name is Gartenzwerg. And as you see, I'm coming from Germany and I'm working for Alikan.tv. Wirklich wieder Briesen bist du. Martina, die andere, letzte Schwester, Frau Martina. Hochdeutsch bitte? Ich habe mich gerade gefragt, ob man Hochdeutsch reden muss. Nein, es ist aufgrund deines zu spät Kommens, was natürlich gerne mal Frauen zugeschrieben wird, weil sie sich ja zu Tode schminken und noch aus 7 Kleidern auswählen müssen und so weiter.